Bachmut steht seit Monaten im Mittelpunkt der Gefechte. Die wenigen verbliebenen Einwohner kämpfen ums Überleben. Die russische Armee versucht, die Stadt im ostukrainischen Gebiet Donetsk von Norden und Süden zu umzingeln, um die ukrainische Armee zum Rückzug zu zwingen. Kiew hofft, dass vom Westen versprochene Waffenlieferungen helfen, Bachmut zu halten. Weiter im Süden bei Cherson trainieren ukrainische Soldaten. Die Armee sucht hier nach einer Möglichkeit, den Fluss Dnipro zu überqueren und besetzte Gebiete zurückzuerobern, ohne zu viele Verluste zu erleiden. Unterdessen geht die Debatte um die Lieferung von Kampfjets weiter. Der neu gewählte tschechische Präsident Petr Pavel, ein ehemaliger NATO-General, hat zu mehr Unterstützung für die Ukraine aufgerufen. Last week we gave tanks and what next can we promise? There are things to promise next and you know I've said in the chamber of the House of Commons I'm very open to examining all sorts of systems and not just jets to give Ukraine that assistance but these things don't always happen overnight. Die ukrainische Regierung geht derweil gegen Behörden wegen Korruption vor, die Kriegs- und Opferhilfegelder verwalten. In Odessa sind mehrere Beamte festgenommen worden, weil sie den Staat um fast 175.000 Euro betrogen haben sollen. Die Ukraine möchte den Geldgebern versichern, dass ihre Gelder die angekündigten Ziele erreichen.